So, weiter geht es, meine Freunde. Ganz kurz einen Timer setzen. So. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Wenn du zu den Toren gehst und die Unterwelt beschützt. Okay, der wird schwerer als gedacht. So kann man es auch machen. Braucht einen König, Agamemnon. Gehe zu den Toren und beschütze die Leute, wie nur du es kannst. Nice. Und damit hätten wir den verfluchten Bogen. Sollten wir sogar vielleicht benutzen.
nur vorübergehend, bis wir hier bessere Sachen kriegen. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal hier die Fragezeichen und den Aufsichtspunkt. Dafür müssen wir leider hier hochklettern. Sorry, Pferd. So, ganz kurz, Gefallene haben wir jetzt Agamemnon besiegt. Herakles der Legendäre haben wir jetzt auch. Oh, den will ich haben. Aber gut. Jetzt machen wir erstmal hier dieses Erkenntnis. Hier werden Sie besonders wachsam sein. Der Götter wird sich in der Unterwelt als nützlich erweisen. So. Das hätten wir auch. Echt krasses Ort, krasser Ort. Machen wir mal hier kurz ein Bild.
Ich habe das Gefühl, wir müssen noch mal hier hin. Nicht sehen lassen. Er guckt nicht weg. Guckt er die ganze Zeit in die Richtung? Ich habe das Gefühl, diese Stäbe sind nicht so gut. Kann aber auch nur daran liegen, dass ich an die Dolche gewohnt bin. Rüstung des Mutes. Questgegenstand. Der Weg ist versperrt. Ist mir klar, dass der Weg versperrt ist. Das ist mir klar. Der Weg ist versperrt. Ah, das ist unsere Rückfahrkarte. Okay.
Noch ein Questgegenstand. Okay. So, damit hätten wir auch diesen Ort abgeschlossen. Kurz ins Inventar. Den ganzen Scheiß zerlegen. Und dann gehen wir auf zum nächsten Wächter, würde ich sagen. So. Okay. Können unseren Verwüsterschuss verbessern, mache ich aber nicht. So, gucken wir mal weiter. Hier gibt es noch einen Schatz, den wir holen müssen. Dann hier die beiden müssen wir holen. Ja gut, dann gehen wir hier hin. Ganz kurz markieren. So. Ich will dich nicht herausfordern, Kerfurz. Ich brauche deine Hilfe. Thank you.
Schluss damit, Perseus. Wir sind Verbündete und ich brauche deine Hilfe. Geh zu den Toren und beschütze diesen Ort. Gut, gut. Damit hätten wir 2 von 4 Wächtern. Holy shit. Der verfluchte Speer 10% Schaden pro bekämpften Gegner. Das heißt, in einer Schlacht, wenn wir unseren Skill benutzen, der mehrere angreift, hätten wir dann gestackt bei 10 Gegnern 100% Schaden mehr. Alter, das ist OP. Das ist OP. So, dann gehen wir direkt auf zum nächsten, würde ich sagen. Weil von dort aus können wir dann diesen Aufsichtspunkt mitnehmen. Kurz auf der Karte schauen, müssen wir hier hochklettern? Ist überall Berg? Ja. Fuck. Also wieder Kletter-Action, Boys. Wie ich es hasse. Und weiter. Ella. Das ist die Tartarus-Festung. Okay. Und der scheint hier drinnen zu sein. Die Frage ist, wo ist Eingang? Wo ist unser Eingang? Müsste doch hier irgendwo sein, oder? Das scheint eine etwas größere Festung zu sein.
wo die meisten Gegner draußen sind, was überhaupt keinen Sinn ergibt, aber okay. Haben wir jetzt alle Fackeln? 1, 2, 3. Einer fehlt noch. Ich glaube, wir haben jetzt alle. Gut, gut. Dann würde ich mal sagen, von links nach rechts. Klappern wir einfach alle ab. Finde ich auch, dass das keine Herausforderung ist. Ah!
Gut, gut. So, wir holen erstmal den Schatz da oben. Gut. Ein Schatz ist noch hier unten, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Doch, weiß ich. Never mind. Gelangt man wahrscheinlich zur Höhle. Ich werde mal hier markieren. Und hier eine kurze Pause einlegen. Wir sehen uns gleich wieder.